Kalasz Nóna Lux család egy fotókiállításon keresztül eleveníti meg a svábság történetét közel 100 éves múltján keresztül, amit ma Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ egy nagyon jó kezdeményezésnek tart. Es ist erfreulich, dass in mehreren Dörfern und Gemeinden schon ähnliche Häuser renoviert werden und diese zu Begegnungsstätten werden. Aber was wir hier in Kolozno sehen, also das ist etwas ganz Besonderes, dass eine Familie sich so zusammenschließt und in 10 Jahren so viel schafft, dass eine Galerie entsteht, ein Wohnhaus wieder entsteht und so viele Gäste hierher kommen. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes und sehr unterstützenswert. Also das Ungarn-Deutsche Kultur- und Informationszentrum und die Bibliothek organisiert seit 2008 Blickpunktwettbewerb der Bilder und wir haben durch diesen Wettbewerb Herrn Czorba kennengelernt. Er hat dort auch mehrmals gewonnen. Er saß sogar in der Jury auch schon einmal, weil er war wirklich sehr erfolgreich mit seinen Fotografien. Er ist ein hervorragender Fotograf und er macht wirklich wunderbare Bilder über die Ungarn-Deutschen. Und dann hat er mich auch eingeladen, dass ich hier mal eine Ausstellung eröffne und dann so bin ich nach Kolozno gekommen. Und ja, so mit der Familie sind wir dann auch Freunde geworden und das ist, macht immer wirklich Riesenspaß herzukommen, weil diese Gastfreundschaft, was hier herrscht, das ist was ganz, ganz Tolles. Man kommt sehr gerne immer wieder nach Kalasz zurück. Az esemény alkalmával a családi fotókiállítás kiegészült a Szekszárdról érkezett baba kiállítással is, amely a környékbeli sváb falvak viseleteit mutatta be az érdeklődők számára. Also die Trachten sind noch nicht in Vergessenheit geraten, denn viele Tanzgruppen tanzen noch in authentischen Kleidern. Und dank solchen engagierten Leuten wie die Frau Till, so werden auch so wunderschöne Puppen hergestellt. Beziehungsweise es gibt noch Näherinnen, die eigentlich die Tracht noch nähen können. Und das ist sehr erfreulich. Natürlich braucht man Nachwuchs. Hoffen wir, dass es noch dazu kommt, dass noch viele junge Leute dieses Handwerk sozusagen erlernen, dass sie nähen lernen, sticken lernen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist hier wieder mal was Besonderes, dass aus der Tolnau, also aus dem Komitat, so viele Puppen auf einmal zu sehen sein sind. Und es ist sowieso interessant mit den Trachten. Also früher, wenn die jungen Mädchen oder die Frauen in die Stadt gegangen sind, dann konnte man ja auch anhand ihrer Tracht erkennen, aus welchem Dorf oder welcher Gegend sie kommen und auch welchen Standen sozusagen sie bekleiden. Also das ist schon sehr interessant. Und hier, was hier ganz besonders ist an diesen Puppen, dass alles wirklich so bis ins Detail nachgemacht wird. Also das ist wirklich zeitaufwendig, das mal anzuschauen. Aber wirklich, es macht so viel Freude und Spaß. Ich glaube, wenn man etwas erleben möchte, dann sollte man diese Ausstellung unbedingt anschauen. Und was wichtig ist, man soll sich Zeit nehmen, dass man wirklich alles ganz gründlich besichtigt. Weil da sind so Kleinigkeiten, Feinheiten, die wirklich sehenswert sind. Auch die Fotografie. Also die 100 Jahre alten Fotos, die sind etwas ganz, ganz Besonderes. Und von den Bildern schauen zu uns eigentlich Menschen rüber oder herab oder zu, die auch heute noch unsere Nachbarn oder Freunde oder Verwandte sein könnten. A kiállítás pedig a családdal való egyeztetés után bárki előtt nyitva áll. Kolozno seit 300 Jahren leben hier in Ungarn-Schwaben und die Familie Lux, meine Frau ist eine Lux und lebt auch hier für 300 Jahre lang. Und dieses Haus war fertig im Jahre 1942, aber leider die Ahnen müssten das Haus verlassen in 1945. Und dann das Haus hatte einige Eigentümer und wir haben das zurückgekauft im Jahre 2009, so circa 60 Jahre später. Die Stahl war in dem besten Zustand und dort haben wir eine Stahlgalerie gegründet und wir haben mehrere Ausstellungen im Sommerzeit gemacht. So Ausstellungen, Konzerte waren oder so, nur im Sommerzeit. Aber in den letzten 3 Jahren, es war ein großer Umbau, haben wir dieses rote Dach gesehen und deswegen war eine Pause im Sommer und dann kommt der Covid und wir haben nichts gemacht. Aber letztendlich gekommen sind diese 300-jähriges Jubiläum und wir haben gedacht, das müssen wir etwas machen. Und mit der Hilfe der Bürgermeister oder mit der Kolasnoer Gemeinschaft und der Fejlődő Kolozno Egyesület, wir haben das zusammengestellt und wir haben diese Ausstellung, wieder eine neue Ausstellung eröffnet.
A kiállítás mellett több száz éves ruhák, használati eszközök is felelhetőek a tárlat darabjai között. Die Fotoausstellungen wurde ganz ausführlich gemacht, weil ich bin auch aktiv Fotografer und es gibt eine Wettbewerb bei der Zentrum. Zentrum ist der ungarisch-deutsche kulturelles und Informationszentrum und sie organisieren jedes Jahr Fotowettbewerb und ich nahm teil bei diesem Wettbewerb mit Erfolg und viele Fotos waren schon in Budapest ausgestellt oder verschiedene Teile des Landes und jetzt haben wir die besten Fotos vergrößert und davon eine Ausstellung, praktisch die Sammlung von Fotos von Familien oder erweiterten Familien. Und die andere ist eine sehr interessante Sache. Ein Ethnographer und ein Fotografer, der Rudolf Hartmann, hat die ungarisch-deutsche Dörfer fotografiert oder Städtchen fotografiert in den 20er, 30er Jahren. Und in Kolozsnó hat auch schon 71 Fotos gemacht. Und das bedeutet, dass Kolozsnó war etwas interessant, dort so viel Foto übrig geblieben. Und das sind offizielle Sammlungen, und davon gibt es auch einige Fotos ausgestellt. A képek megelevenítették a múltat a kolozsnói kiállításon.